Hallo liebe Top-Familie, ja, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Geometry Light. Hasst ihr mich? Herzlich willkommen hier auf jeden Fall zu diesem Video. Ja, ihr habt euch dieses Video gewünscht. Ich kann euch sagen, ich wusste jetzt gar nicht, was das ist. Ich wollte zumindest für mich gucken, was das für ein Spiel ist. Und irgendwie, ich gehe hier schon mal auf Play, kamen hier irgendwie Zahlen zustande. Ich weiß gar nicht, warum hier eine 49 steht. Hier steht eine 17, 8, 10, 9, 2, 3. Ich habe keine Ahnung, warum. In diesem Spiel geht es darum, halt einfach zu ragen. Ich frage mich echt, warum tut ihr mir das an? Warum tut ihr mir das an? Also, oh, ich... Ja. Also ich... Für diejenigen, die schon mich länger kennen. Ich sag mal, ich liebe Spiele. Ich nehme mal, boah, was kann ich da als Beispiel jetzt nehmen? Ich nehme da jetzt zum Beispiel mal hier, warum komme ich jetzt gerade nicht drauf? Cluedo zum Beispiel, oder Schach spiele ich ja auch so persönlich, so privat sehr gerne, oder kommt mir Videos an. Sudoku, Kakuro, ja, dieses Spiel doch mit den Zahlen, wisst ihr? Oder Kreuzworträtsel, ich nehme jetzt mal einfach sowas. Oder insgesamt Quizze. Finde ich alles cool. Spiele, die mich aber so kitzeln und so ein bisschen triggern, sind genau solche Spiele. So Rage-Spiele. Für diejenigen, was nicht, die sich fragen, was ist das überhaupt für ein Spiel? Ja, ich zeige euch das einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen werden. Ich muss hier oben raufklicken, weiß ich nur so. Und jetzt geht es darum, so, zu drücken. Denn wenn ich nicht die Maus drücke, passiert genau das. Das heißt, ich sterbe. Das heißt, oh Gott. Das heißt, man muss halt hier ein Parcours schaffen. Und oben seht ihr einen Balken, der sich ja blau füllt. So, und man muss hier diesen Parcours schaffen. Um dieses Level zu bestehen. Und jetzt, oh na. Na, seht ihr, und da muss man wieder von vorne anfangen. Und das ist so ein Spiel, das triggert mich so unnormal. Ich mag solche Spiele nicht, wo man so, sag ich mal, wo was keinen Sinn und Verstand hat, so gefühlt. Also das kann jetzt nicht komisch klingen, aber das Spiel triggert halt einfach nur ein. Ich weiß gar nicht, wo... Gegen ich nicht kommen darf. Nein! Und es ist nichts anderes. Also ich werde dieses Video auch uncut hochladen. Also ich werde hier nichts dran schneiden. Ich glaube bei... Ich muss gerade überlegen. Golf with your friends. Was ich euch ja auch mal gewünscht habe, wo ich ja auch der sehr geraged bin. Habe ich mich ja auch sehr, sehr leicht triggern lassen. Sagt aber, solche Spiele, finde ich, sind... sind halt echt hardcore. Nein! Ich habe es zumindest weiter geschafft. Ich kann sagen, ich habe den weitesten Punkt erreicht. Aber wie kann es sein, das könnt ihr mir beantworten, warum waren da Zahlen? Also gut, das Level habe ich hier nur ausgetestet, weil ich ja auch erst nicht wusste... Jetzt verkacke ich da schon. Weil ich ja auch erst nicht wusste, worum geht es in diesem Spiel. Aber wie kann es sein, dass bei den anderen irgendwie Zahlen sind? Ist das keine Ahnung? Ist das sowas Internes? Oh Gott, jetzt... Und irgendwann kommt man an einen Punkt, da schafft man irgendwie den Anfang nicht. Also wie gesagt, ich frage mich echt, wolltet ihr mich einfach nur wieder ragen sehen? Hasst ihr mich so sehr? Hasst ihr mich wirklich
Guck mal, da will ich mich über euch aufregen und verkackt deswegen schon am Anfang. Aber schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Weil ich sag mal so, ihr habt euren Spaß daran. Alter, ich schaffe jetzt hier noch nicht mal den Anfang mehr. Ach, ja, irgendwann kommt aber dieser Punkt. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe nur den Anfang hier geguckt, was das ist, und bin in diese Stacheln, ich glaube, 5 oder 6 Mal gefahren. Alter, ich schaffe jetzt nicht mehr den Anfang. Oh, ist das lustig. Weil ich gucken wollte, okay, worum geht es überhaupt in diesem Spiel? Ich zeige euch mal die anderen Modi auch noch, dass wir die einfach nur mal austesten. Weil ich bin ehrlich, also ich glaube nicht, dass wir das hier schaffen werden. Also beim besten Willen nicht. Das Gute ist, manchmal ist es schlau, eben nicht zu springen. Das habe ich nur schon so gemerkt beim Testen, weil ich ja, wie gesagt, nur gucken wollte, worum geht es eigentlich in diesem Spiel. Oh, das war sehr knapp. Nein! Oh. Zumindest kann ich sagen, aber ich habe innerhalb von 12 Versuchen ist bis nach der Hälfte geschafft. Ich will aber gar nicht wissen, was da hinten alles kommt, ey. Boah, das war gerade knapp. Timing. Zumindest kann ich aber wieder sagen, ich habe einen neuen Highscore für mich zumindest geholt. Wie gesagt, ich werde einfach mal sagen, komm, ich. Okay. Ich will noch mal bis da hinten kommen. Ich hoffe nicht, ich brauche jetzt allzu viele Versuche, um das einfach nochmal zu testen, wie gut oder schlecht das funktioniert, dass ich weiß irgendwie, wie man klicken muss, weil manchmal ist es schlauer ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher zu klicken eben. Wie gesagt, es ist wirklich nur die Maus, also. Scheiße. Ja, warte mal so. Oh. Ich sollte nicht zu OBS gucken, sondern. Hallo? Da geht ja jetzt gar nicht mehr. So. So, ich wollte nur die Maus so hier in der Luft halten, aber irgendwie ist das, glaube ich, nicht schlau, oder? So, passt auf. Jetzt. Vielleicht ist das so Trick 17. Okay, es ist noch nicht Trick 17. So. Ich leg mal meine Maus lieber hin. Vielleicht ist das doch schlauer. Oh. Weil ich gerade hier die Maus gesehen habe. Das hat mich gerade getriggert. Ohne Witz. Ich habe gesagt, ich wollte nur noch mal bis da hinten kommen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie oft hier so am Anfang verkackt. Nein! Warum ist der denn da nicht gesprungen? Also, ich bin jetzt mal ehrlich mit euch. Wer von euch hat Spaß an so einem Spiel? Also wirklich, nichts gegen euch, aber das muss ich einfach so sagen. Also ich spiele. Ey, hallo, spring doch da. Ich spiele 1000 Spiele lieber als sowas. Also ich weiß, es gibt ja auch zum Beispiel so Unfair Mario oder ja, es gibt ja auch noch so andere Spiele, die ja genauso, sag ich mal, vom Prinzip sind, so eben so. Ich bin da zu weit gesprungen. So ein Rage-Simulator halt eben. Also wie gesagt, ich will jetzt nur einmal bis da hinten kommen. Und dann zeige ich euch nochmal so einen anderen Modus. Dass wir uns sonst die anderen auch nochmal kurz angucken nur. Dann beende ich auch das Video und diese Qual. Vielleicht seid ihr. Och, come on. Weil vielleicht seid ihr echt tausendmal besser als ich. Vielleicht sagt ihr, oh, ich brauche nur irgendwie 10 Versuche. Und schon bin ich am Ende. Respekt an euch. Das Ding ist aber auch, ich bin kein Typ als Gamer,
der solch eine Art Spiele spielt. Also ich sag jetzt mal, ich brauche nicht unbedingt immer diese Cozy Games. Das sind ja so Spiele wie Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley. Okay, das war gerade irgendwie komisch von der Maus vom Gefühl her. War gerade irgendwie komisch. Das habe ich irgendwie gemerkt. Disney Dreamlight Valley, Harvest Moon, Animal Crossing. Also solche Spiele, sag ich mal, spiele ich zum Beispiel ja eben. Oh, das wird nichts. Da war ich auf der ersten Plattform schon zu weit hinten. Das habe ich gemerkt. So ein Spieltyp. So ein Spieltyp bin ich halt eben. Und nicht eben einer, der solche Spiele spielt. Hä? Okay, da ist der echt nicht gesprungen. Och Mann, ich hab doch gesagt, ich will nur noch einmal bis da hinten kommen. Und ich verkacke jetzt so oft hier am Anfang. Also die letzte Lostzahl ist 42. Bis Versuch 42 gebe ich mir Zeit, um bis da hinten zu kommen. Entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Oh. Wuser denken. Ich denke einfach nur Wuser. Wie gesagt, aber ich mag eher so, sag ich mal, Cozy Games. Oh nein, das wird nichts. Oh doch, oh. Puh, das war aber knapp. Das war echt an der Kante. Warum ist der denn nicht gesprungen? Ich hab doch geklickt. Ist auch immer so ein typischer Satz für Gamer. Ich hab doch geklickt. So bei Shootern ja gerade ist das so ein typischer Spruch. Ich habe gerade nach links geguckt. Ich habe gerade nach links geguckt. Das ist gerade echt ärgerlich. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich habe nicht mehr viele Versuche. Wäre schade, wenn ich nicht mehr bis da hinten hinkomme, aber wenn es eben so ist, dann ist es so. Ich kann zumindest sagen, ich habe, weil ich ja nur bis hier beim ersten Versuch gehabt habe, also wo ich das ja getestet habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden dann, obwohl ja irgendwie 49 angezeigt wird. Also ich kann sagen, ich habe nur bis zum Anfang gespielt, keine Ahnung, warum da Zahlen sind. Ich habe dieses Spiel zuvor noch nie gespielt. Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Nein! Okay, ich habe aber neue Sachen gesehen. Ich habe neue Sachen gesehen. Ganz im Ernst, damit bin ich vollkommen zufrieden. Irgendwie 59%. Boah, da hat man aber auch gerade gemerkt, da habe ich mich irgendwie echt konzentriert. Auto-Checkpoints? Es gibt Checkpoints. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung. Ah, das war Practice Mode. Ach so, das ist Practice Mode, das wusste ich nicht. Okay, so. Das ist ja hier der Standardmodus. So, und jetzt werden wir hier einmal diese absolute Jumper-Horror-Hölle machen. Ach du Scheiße, okay. Warte mal. Ach du Scheiße, was? Alter, what the... Alter, wie schnell muss man denn da reagieren? Also zack. Also man muss springen, sich gleiten lassen. Springen, gleiten, springen. Oh. Springen, gleiten, springen, springen. Boah. Und dann muss man sich ja halt wieder gleiten lassen. Boah, um dann wieder zu springen. Alter, Junge, ey. Also, nee, so ein Spiel gibt mir halt echt zu viel. Oh, da bin ich gesprungen. Gut, meine Lieben, also ich hoffe, ihr hattet euren Spaß zumindest.
ich bin gar nicht zufrieden jetzt hier mit, gar nicht unzufrieden, nicht zufrieden, ich bin gar nicht so unzufrieden mit dieser 59. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Demzufolge, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schlag mir doch mal coole Spiele vor, die man so im Internet spielen kann. Vielleicht habt ihr ja sowas anderes Cooles. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, mit einem Link. Welche von euch haben mir auch so Links ja geschickt. Könnt ihr auch per Mail machen an theonlypaul@web.de. Ist auch in meiner Kanalinfo zu finden. Ansonsten in den Kommentaren gucken, dass ihr da eben die Links reinschreiben könnt. Oder ihr sagt die Seite, wo ich sonst gewisse Sachen finde, was ich dann eingeben soll. Schlagt mir da sehr, sehr gerne Sachen vor. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, liebe Top von mir. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.